Bentley hat seinem Erfolgsmodell Bentayga zum Modelljahr 2022 ein umfassendes Facelift verpasst. Neben einem 4-Liter V8 gibt es den Bentayga auch als Hybridversion. Unter der Haube werkelt ein V6-Motor kombiniert mit einem Elektromotor, die zusammen auf 449 PS 330 kW Systemleistung kommen. Dadurch schafft der Bentayga den Standardsprint von 0 auf 100 in 5,5 Sekunden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Also wir gehen bei Bentley konsequent Richtung Elektrifizierung. Wir haben ja auch schon offiziell gesagt, dass wir auch an den ersten elektrischen Fahrzeugen arbeiten, die aber noch etwas brauchen. Und auf dem Weg dahin werden wir zunehmend unsere Autos hybridisieren. Das heißt, wir haben jetzt den Bentayga Hybrid. Ja. Und letztendlich können wir mit dem Hybrid das Beste aus beiden Welten nehmen. Das heißt, wir haben einmal den Verbrennungsmotor, der uns wirklich auch langstreckentauglich macht. Und wir können gerade für Städte und Ähnliches, können wir also auch elektrisch fahren. Das heißt, wir haben eine Batterie, wir haben einen Elektromotor. Und damit bieten wir letztendlich dem Kunden die Möglichkeit, lokal emissionsfrei zu fahren. Bentley gibt etwa 40 Kilometer rein elektrischer Reichweite nach WLTP an. Der Bentayga Hybrid sitzt auf der VW-Plattform, auf der auch Audi Q7 bzw. Q8, VW Touareg und Porsche Cayenne sitzen. Der Ladevorgang dauert beim Hybrid-Bentley etwas über 2 Stunden. Die Batterie hat eine Kapazität von 17,9 Kilowattstunden. Die Front wird nach dem Facelift dank verändertem Kühlergrill und neu designter Schürze dynamischer als beim Vorgänger. War das etwas klobige Heck mit den großen rechteckigen Heckleuchten beim Vorgänger noch ein Kritikpunkt für viele Kunden, zeigt sich die neue Version deutlich ansprechender und vor allem zeitgemäßer. Wenig überraschend sind alle Materialien im Innenraum von feinster Qualität und makellos verarbeitet. Wer nicht rein elektrisch fahren möchte, sondern im Hybridmodus, der kann das natürlich auch tun. Da unterstützt der Elektromotor dann den Verbrenner, wann immer es möglich ist, und so kommt man auf einen Durchschnittsverbrauch von etwas über 3 Litern auf 100 Kilometer. Der Bentayga Hybrid hat einen Einstiegspreis von 165.000 Euro, aber es ist nun mal weiterhin ein Bentley. Eine derartige Ruhe und Sanftheit zu genießen und dabei trotzdem die Möglichkeit zu haben, richtig aufs Gas zu treten und mal Spaß zu haben, das ist schon etwas ganz Besonderes und das findet man so in der Form, vor allem mit diesem Luxus, eben nur bei Bentley.